Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Bist du fertig, Robert? Ja. Ja, gib's mir mal einen Kopfhörer rüber. Ja, Moment. Hier. Okay. So, kannst du losgehen? Ja, von mir aus. Also gut, fangen wir an. Nicht so dicht dran da, Leute. Ihr seht doch, es stört hier. Pass bitte auf das Kabel auf. Nicht drauftreten da, Vorsicht. Bist du soweit, Robert? Ja. Also dann. Hier ist Jean Le Seine mit einer Reportage aus La Roche-Saint-Pierre. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir stehen hier ein paar Tage vor Beginn der Expedition Marcoux. Sie haben vielleicht schon gehört, dass die Gruppe Marcoux die Höhle von Saint-Pierre erforschen will, nahe dem gleichnamigen Dorf in den französischen Alpen. Die Höhle von Saint-Pierre ist eine der geologischen Auswaschungen, die bis heute ihr Geheimnis bewahrt haben. Wir möchten nun einen Einheimischen um ein paar nähere Angaben bitten. Monsieur Riquier? Ja? Monsieur ja. Wenn Sie so nett sein. Ja, gerne. Monsieur Riquier ist der Wirt der Alpenhütte, in der wir mit den Höhlenforschern, den Speleologen, wohnen. Und wo wir übrigens zurzeit von einem Gewitter eingeschlossen sind. Monsieur Riquier, in welcher Höhe befinden wir uns? Meine Hütte liegt 1900 Meter hoch, aber der Zugang zur Höhle von Saint-Pierre ist in 2130 Meter Höhe, an die 2 Kilometer von hier. Ah ja. Wie viele Bewohner gibt es in La Roche-Saint-Pierre, Monsieur Riquier? Ja, so um die 300, aber die sind schwer zu zählen. Warum? Weil sie die meiste Zeit draußen auf den Almen sind und ihre Herden hüten. In der Tat, das Dörfchen liegt ziemlich verlassen da, in dieser zwar herrlichen, aber rauen und wilden Landschaft. Ja, im Winter ist ja hier mehr los. Meine 20 Zimmer sind ständig von Wintersportlern belegt. Da gibt's eine Menge zu tun. Sie schaffen das alles ganz allein? Na ja, mein Schwager Arsen, der hilft mir ein bisschen. Monsieur Riquier, ich danke Ihnen. Bitte sehr, bitte. Und jetzt bitten wir Roger Marcoux, den Leiter der Expedition, uns das Ziel seines Unternehmens zu erklären und die Art seines Vorgehens. Monsieur Marcoux, bitte kommen Sie da etwas näher ans Mikrofon, ja? Dankeschön. So, ich glaube, so ist richtig. Wie lange sind Sie schon hier in La Roche-Saint-Pierre? Seit ungefähr 2 Wochen. Aber Sie haben die Expedition schon vor vielen Monaten vorbereitet, nehme ich an. Oh ja, vor 10 Monaten ungefähr. Haben Sie nicht auch die Absicht, Monsieur Marcoux, einen Film darüber zu drehen? Aber sicher. Unser Kollege Gangean ist mit seiner ganzen Ausrüstung da. Und gerade auch hier. Das war der Höhlenfilmspezialist Paul Grandjean. Ein junger Mann, Mitte 20, mit einem dichten Bart wie ein Waldmensch. Monsieur Marcoux, was haben Sie getan, seitdem Sie hier sind? Nun, wir haben zunächst auf Maultieren eine Menge Geräte an den Rand der Höhle geschafft. Um da einsteigen zu können, brauchen wir unter anderem eine Elektrowinde mit einem eigenen Stromaggregat. Ja, wir haben uns überzeugt, dass es keine Kleinigkeit war, diese ganze Technik zu installieren. Wir mussten eigenhändig eine Zementplattform für die Winde bauen, für das Material ein Lager errichten, wo auch das Seilwerk unter Dach und Fach ist. Und Leitern, Schutzkleidung, eiserne Rationen, Medikamente und so weiter hinaufbringen. Ich glaube, einer von Ihnen ist Arzt. Ja, Dr. Urteau. Ja, das bin ich. Aber ich hoffe sehr, dass ich mich nur als Speleologe, also als Höhlenforscher betätigen muss. Die Höhlenforschung ist nämlich mein Hobby. Natürlich habe ich nebenbei noch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass meine Kameraden gesund sind und in Form. Vergessen wir nicht, dass sie viele Stunden, wahrscheinlich sogar Tage unter der Erde verbringen werden. Ohne Sonnenlicht, bei einer Temperatur von 4 bis 5 Grad. Und dass Sie möglicherweise ein paar eiskalte Duschen hinnehmen müssen, die bestimmt nicht sehr angenehm sind. Ja, das waren also der Arzt der Expedition, Dr. Urteau, meine lieben Hörerinnen und Hörer, der Kameramann Grandjean und der Alpinist, Geologe und Vulkanologe Professor Marcoux. Sie waren es doch, Herr Professor, der kürzlich auch den Krater auf der Insel Stromboli erforscht hat. Ja, genau. Aber dort war es verdammt heiß. So, jetzt geben wir das Wort dem vierten Mitglied der Mannschaft, dem bis jetzt so schweigsamen Gino Ocelli. Monsieur Ocelli,
Sie scheinen über die Wunder nachzudenken, die Sie auf dem Grunde der Höhle von Saint-Pierre erwarten. Was ist denn Ihr Forschungsziel? Das will ich Ihnen gern sagen. Die Höhle von Saint-Pierre durchzieht ein wasserreicher, unterirdischer Fluss, auf den wir in knapp 250 Metern stoßen müssten. Es ist der gleiche Fluss, der etwa 1000 Meter tiefer im Tal aus der Erde tritt. Ah ja, ich verstehe. Wenn wir den Verlauf dieses unterirdischen Gewässers entdecken, wird es wahrscheinlich möglich sein, einen Tunnel direkt in die Flanke des Berges zu bohren und damit den Fluss so abzuleiten, dass er 700 oder 800 Meter oberhalb seiner jetzigen Quelle austritt. Sehr interessant. Das kann nach unseren Berechnungen mindestens 50 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr bedeuten. 50 Millionen Kubikmeter, 700 Meter freier Fall. Wandeln Sie das mal in Kilowatt um. Damit wären Wohlstand und Komfort für eine Gegend gesichert, die zu den unterentwickelsten ganz Frankreichs gehört. Na, dann können wir Ihnen nur die Daumen halten. Noch eine Frage an Sie, Monsieur Marcou. Die Höhle selbst, wie sieht die wohl aus? Nach unseren Sondierungen führt ein senkrechter Kamin, der uns keine Schwierigkeiten bereiten dürfte, zur ersten Plattform in 90 Metern Tiefe, wo wir unser erstes Lager aufschlagen wollen. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Kamin sich dann krümmt und zu einem oder mehreren Gewölben abfällt, die schließlich zu diesem Fluss führen. Aber das ist eben das Unbekannte. Das Unbekannte, das wir erforschen wollen. Ich glaube, das Gewitter verzieht sich. Werden Sie nun gleich wieder an Ihre Vorbereitungen gehen? Natürlich. Eine letzte Frage noch. Gino Ocelli hat uns die nützliche Seite Ihrer Expedition dargelegt, wenn ich so sagen darf. Aber wahrscheinlich haben Sie noch andere Beweggründe. Selbstverständlich. Das kommt von diesem Virus. Virus? Wie darf ich das verstehen? Paul Grandjean will damit sagen, dass man das Höhlenfieber nie mehr ganz los wird, wenn man es mal gehabt hat. Auf der Erde bekommt unser einer das Höhlenweh. Es fehlen einem das Dunkel, die Nässe, das Gefühl der Gefahr, die Anstrengung und das Entdecken. Man ist erst dann wieder glücklich, wenn man erneut an der Seilwinde hängt. Aber ich versichere Ihnen... Haben Sie niemals Angst? Doch, oft sogar. Ja, aber die gehört nun mal dazu. Wie beim Tauchen oder Fallschirmspringen. Meine Herren, wir danken Ihnen für Ihre Auskünfte. Ich bin sicher, Sie haben unsere Hörer sehr interessiert. Morgen ist doch, glaube ich, der... Tag unserer Vorbereitung. Ja. Übermorgen, wenn es nicht gerade in Strömen regnet, steigen wir ein. Wir werden dabei sein. Wir werden täglich berichten vom Verlauf der Expedition und melden uns wieder morgen um die gleiche Zeit. Hier La Roche-Saint-Pierre, ich gebe zurück ins Funkhaus. So. Ich denke, das genügt. Sieh mal her, Marcou. Ja, ich glaube, so geht's. Damit ist jedes Seil doppelt befestigt. Wenn der eine Ring bricht, hält noch der andere. Ja, hoffen wir's. Was ist denn da los? Du sollst rangehen, du dumme Gans. So, hier ist Ihr Tee, Monsieur Marcou. Danke. Und stell ihn doch ab, Jeannette. Was ist denn, Monsieur Riquier? Ach, das dumme Ding wollte Ihnen das Tablett nicht bringen. Aber. Warum denn nicht, Jeannette? Hast du Angst vor uns? Ja. Was? Vor uns? Ja? Hier? Moment, ja, ich komm schon. Immer muss man rennen in diesem Haus. Und los, Jeannette, gieß den Tee ein. Vor uns also hast du Angst. Ja. Sind wir denn nicht nett zu dir? Doch. Aber? Es ist wegen des Fluchs. Wegen was? Wegen des Fluchs. Was willst du damit sagen? Ja, los, raus mit der Sprache. Alle, die sich der Höhle nähern, sind verflucht. Das sagt man von allen Höhlen, mein Kind. Aber wir haben schon so viele Höhlen erforscht und nichts ist uns passiert. Aber ich habe gehört, wie sie gerufen hat. Wer? Die Braut. Nun lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Ja, erzähl doch. Es ist schon lange her, zur Zeit Napoleons. Da hat sich hier ein Mädchen verheiratet. Ninette hieß sie. Sie hatte noch nie einen Mann gehabt und... Und? In ihrer Hochzeitsnacht, als ihr Mann... Naja, da hat man gesehen, wie sie ganz nackt und laut schreiend aus dem Haus übers Feld gelaufen ist. Zur Höhle. Sie hatte eben Angst vor ihrem Mann. Das dumme Ding. Sie hat sich in die Höhle gestürzt. Und seitdem... Ach, immer diese Legenden. Nein, das ist keine Legende. Ich habe sie gehört, so wahr ich hier stehe. Was hast du gehört? Sie weint und seufzt nachts. Tief unten in der Höhle. Auch heute noch? Nicht sie. Ihr Geist. Und manchmal hört man sogar Hochzeitsgeigen in den Bäumen ringsum. Vor allem an Tagen, wenn es windig ist, ne? Es gibt hier immer Wind. Morgen, Jeannette, werden wir in die Höhle hinuntersteigen... Und wenn wir dort deine Kleine finden sollten, wird sie weder weinen noch seufzen. Das garantiere ich dir.
Trotzdem werden die Schafe jedes Mal, wenn sie bei der Höhle weiden, krank. Sie drehen sich im Kreis und krepieren. Und man kann nichts dagegen machen. Man nennt das den Drehwurm. Doch den bekommen sie nicht von Geistern. Und der alte Sosten? Eines Tages ist er betrunken gewesen und hat ihn Ninette verspottet. Er wollte hingehen und in die Höhle spucken. Da hat's geblitzt und gedonnert und am nächsten Tag war er tot. Wie alt war der? Über 80, aber der hätt's auf 100 gebracht. Was war das? Der Fluch. Komm, schnell. Hier meldet sich wieder Jean Le Seine aus La Roche-Saint-Pierre. Meine Damen und Herren, wir haben einen tragischen Nachmittag hinter uns. Paul Grandjean, der Filmexperte der Mannschaft Marcoux, ist nicht mehr am Leben. Wir sind immer noch erschüttert von dem Drama, das sich mitten unter uns abgespielt hat. Es war kurz nach 17 Uhr, jeder ging irgendeiner Beschäftigung nach, als plötzlich ein markerschütternder Schrei ertönte. Er kam aus dem Schuppen, wo Monsieur Riquier seinen Holzvorrat aufbewahrt. Paul Grandjean hatte sich diesen Ort ausgesucht, um die Seile zusammenzurollen. Wir sind sofort hingestürzt, aber Paul Grandjean war bereits tot. Ein langer Mauerhaken aus Stahl war in sein Herz gedrungen und aus einer großen Wunde strömte das Blut. Sein rechtes Bein steckte in einer Seilschlinge. Wahrscheinlich hat der Unglückliche sich mit dem Bein aus Versehen dort verfangen, hat das Gleichgewicht verloren und ist auf den Mauerhaken gestürzt. Paul war ein guter Kamerad, ein richtiger Spaßvogel. Beim Mittagessen hat er noch Witze gerissen. Man hat nun einen Trupp organisiert, um seine Leiche ins Tal zu bringen. Er wird in Saint-Jean-de-Maurienne aufgebahrt und später nach Dijon übergeführt werden, woher er stammt. Seine beiden Kameraden Gino Ocelli und Dr. Heurtaux haben den Trupp begleitet. Marcoux, der Chef der Expedition, hat sich leider nicht anschließen können, weil die Vorbereitungen weitergehen sollen. Sie haben doch nicht die Absicht aufzugeben, nicht wahr, Monsieur Marcoux? Nein, wir geben nicht auf. Paul Grandjean hätte das bestimmt nicht gewollt. Wir haben nicht das Recht, einen Plan fallen zu lassen, der schon so viel Aufwand und Anstrengung gefordert hat. Aber morgen werden Sie vermutlich noch nicht in die Höhle einsteigen können, wie vorgesehen. Nein, das ist nicht möglich. Meine Kameraden kommen erst morgen wieder herauf und der Ersatzmann für Paul muss sich erst einarbeiten. Wahrscheinlich wird nun Dr. Heurtaux die Foto- und Filmaufnahmen während der Expedition machen. Wenn ich daran denke, dass Paul nicht mehr bei uns ist, dann... Hier, La Roche-Saint-Pierre, ich gebe zurück ins Funkhaus. Sei doch nicht so dumm, Jeanette. Ein Mädchen, das so hübsch und gut gebaut ist wie du, wird doch nicht das ganze Leben allein bleiben wollen. Warum willst du nicht? Sie sind zu alt für mich, Monsieur Arsène. Mit 40? Bei meiner Gesundheit? Alt, du spinnst wohl. Bei den anderen zierst du dich auch nicht so. Die anderen, die sind noch jung. Verdammter Dickschädel. Aber sie bieten dir nichts, die Jungen. Höchstens ein bisschen Jux. Bei mir, da hättest du ein ganz anderes Leben. Ich könnte für dich was springen lassen. Pass auf, ich schenke dir ein Kleid. Ein schönes Kleid. Das Gelbe mit den Blumen? Das Gelbe mit den Blumen. Sie sind mir vielleicht einer, Monsieur Arsène. Wieso? Ich habe mich nach dem Preis erkundigt. 92 Franc kostet das. Und Sie glauben, für 92 Franc können Sie mich kriegen? Aber du hast dir das Kleid doch gewünscht. Und das ist ja auch nur der Anfang. Danach kannst Danach lassen Sie mich sitzen. Ich? Ein Schürzenjäger wie Sie. Ich? Ein Schürzenjäger? Ja, sogar bei Madame Raymond haben Sie es versucht, Ihrer Schwägerin. Da haben Sie auch ein Kleid geschenkt. Ein Kleid mit weißen Tupfen. Das war zu Ihrem Namenstag. Lass Sie nicht sagen. Aber das ist doch nichts dabei. Versteh doch, sie wollte nicht nur das Kleid. Und ich war schon monatelang Witwer. Aber mit dir ist es mir ernst. Du gefällst mir. Der Beweis, ich rühre dich nicht an. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich würde Ihnen das ganze Dorf auf den Hals jagen. Ja? Na gut. Hör zu, Jeanette. Pfoten weg, ich hab zu tun. Verdammte Weiber, alle gleich. Monsieur Marcoux, man hat soeben vom Bahnhof aus angerufen. Das ist ein Paket für Sie. Das sind die restlichen Fackeln, auf die wir warten. Wir müssten Sie noch heute Abend raufholen. Ich kann das nicht machen, ich habe keine Zeit. Keine Sorge, Arsène. Ich nehme den Jeep. In 3 Stunden bin ich wieder hier. Sagen wir lieber in 3,5 Stunden, Herr Doktor. Es ist erst 16 Uhr. Zum Abendessen bin ich zurück. Vergessen Sie nicht den Nebel. Er reicht bis 14, 1500 Meter runter. Wenn Sie wieder rauffahren, hängt er noch tiefer. Schon gut, ich pass schon auf. Sacocelli, er soll in jede Schachtel eine komplette Ration packen.
damit man nicht immer 25 Packungen aufmachen muss, wenn man was essen möchte. Mach ich. Wiedersehen, Erto. Salut. Und achten Sie auf den Nebel, Herr Doktor. Sie kennen die Gegend? Was? Aussehen? Ja, das kann man wohl sagen. Es sind jetzt fast 2 Jahre her, dass ich raufgekommen bin, um Joseph zu helfen. Man muss sich doch in der Familie unter die Arme greifen, ne? Er ist Ihr Schwager, glaube ich. Ja, ich war mit seiner Schwester verheiratet. Die Ärmste. Wir haben nicht viel Glück gehabt mit unseren Frauen. Meine ist mit 40 gestorben, seine hat sich davongemacht, das Luder. Sie hat ihn sitzen lassen? Ja, meine Schönheit. Langen, braunen Haaren. Ein bisschen zu schön für hier. Die hielt es nicht aus bei uns in dieser Einöde. Ich hatte sowas erwartet. Eines Tages sind Soldaten raufgekommen zu einem Manöver. Alpinisten. 3 Wochen sind sie hier geblieben und als sie wieder abgezogen sind, ist Raymond mit ihnen gegangen. Mit allen? Naja, nein, nur mit einem wahrscheinlich. Aber wie soll man wissen, mit welchem? Soldaten sehen alle gleich aus. War ein heißblütiges Mädchen, die Raymond. Die brauchte ganz einfach die Stadt, das Kino, die Cafés, die eleganten Geschäfte. Tja, die alte Geschichte. Ja, den armen Joseph, dem hat es einen mächtigen Schlag versetzt. Dass sie ihm Hörner aufgesetzt hatte, damit fand er sich schon ab. Aber nicht, dass er plötzlich allein da saß, mit einer Wirtschaft am Hals, ohne jede Hilfe. Denn arbeitsscheu war sie nicht gewesen, die schöne Raymond. Zwar immer nur auf das eine aus, aber fleißig. Tja, das hat ihn 10 Jahre älter gemacht, den Joseph. Ja, und deshalb bin ich schließlich aus Saint-Jean raufgekommen, wo ich im Baugewerbe gewesen war, um ihm in seiner Alpenhütte zu helfen. Und dann, wie es halt so geht, bin ich ihm geblieben. Was war das? Vielleicht ein Felsblock, der sich gelöst hat. Bei dem Echo hier macht schon ein einfacher Steinbrocken einen Höllenlärm. Ich weiß nicht. Ich finde, das klang mir nach Blech. Hier ist wieder Jean Le Seine in La Roche-Saint-Pierre. Es ist der 3. Abend unserer Berichterstattung und auch heute wieder ist die Mannschaft Marcoux vom Unglück verfolgt gewesen. Heute Nachmittag hätte nämlich ein Unfall Dr. Erteau beinahe das Leben gekostet. Dr. Erteau war gegen 16 Uhr losgefahren, um die letzten Ausrüstungsstücke vom Bahnhof abzuholen. Etwa 2 Kilometer von der Alpenhütte entfernt ist der Jeep, den er steuerte, in eine 30 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Feuer nachlassen! Seine beiden Kameraden Marcoux und Ocelli sind sofort an die Unfallstelle geeilt, wo auch wir inzwischen eingetroffen sind. Marcoux ist vorhin auf den Grund der Schlucht abgeseilt worden und Ocelli ist jetzt auch auf dem Weg nach unten, um Marcoux zu helfen. 10 Mann, alles Freiwillige aus dem Dorf und aus der Umgebung, haben sich zur Verfügung gestellt, um die Rettungsaktion zu unterstützen. Nebel hüllt uns ein, dichter, feuchter Nebel, der auf der Haut zu haften scheint. Man kann schon in 10 Meter Entfernung nichts mehr unterscheiden. Es ist daher auch unmöglich, irgendetwas unten in der Schlucht zu erkennen. Ocelli hat ein Funksprechgerät mit hinuntergenommen zu Marcoux und ich werde jetzt versuchen, mit Marcoux Verbindung aufzunehmen. Hallo? 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 Hallo, Marcoux? Marcoux? Ja, sprechen Sie. Ocelli ist gerade bei mir eingetroffen. Wie geht es Dr. Erteau? Den Umständen entsprechend. Es ist ein wahres Wunder. Er hätte sich an sämtliche Glieder zerschmettern können. Aber zum Glück hat er sich nur ein Bein gebrochen und ein paar Kratzer geholt. Die Schlucht, in der wir sind, ist etwa 30 Meter tief. Hallo, hören Sie mich noch? Ja, ich höre Sie. Sprechen Sie weiter. Schicken Sie das leichte Seil, das ich heute aufgerollt habe. Die Tragbare und die Gurte. Hören Sie. Die Gurte. Ja, ich höre. Die Gurte. Wir werden Dr. Tull festzurren. Und ihr werdet ihn dann hochhieven. Zusammen mit einem von uns, der den Aufstieg überwacht. Wir brauchen alle verfügbaren Leute. Alle. Hören Sie. Ja, alle. Damit es möglichst wenig Erschütterungen gibt. Denn er hat ziemliche Schmerzen. Und sagen Sie in Ihrer Reportage, dass wir nicht aufgeben. Unseren Kameraden zuliebe müssen wir weitermachen. Geben Sie einen Aufruf durch. Alle Speleologen, die in der Nähe sind, sollen bitte zu uns stoßen. Haben Sie gehört?
Ja, ich habe gehört und gebe es weiter. Roger Marcoux richtet an alle Speleologen den Appell, zu seiner Mannschaft zu stoßen. Marcoux gibt nicht auf. Obwohl das Schicksal sich gegen sie verschworen zu haben scheint, macht die Mannschaft Marcoux weiter. Hier ist La Roche-Saint-Pierre. Ich gebe wieder zurück ins Funkhaus. Monsieur Marcoux! Ja? Hier unten ist ein Mann, der will Sie sprechen. Warum? Er kommt aus Paris. Schon gut, Arsène. Ich komme. Sie möchten mich sprechen? Ja. Monsieur Marcoux, nehme ich an. Ja? Mein Name ist Charmel. Freut mich. Ich habe Ihren Aufruf gehört. Ich bin zwar nicht sehr beschlagen in Speleologie, aber ich treibe doch ein bisschen Höhlenforschung in meiner Freizeit. Ja, ich habe gerade Urlaub und wollte zu Freunden in die Cevennen fahren und, naja, da habe ich gedacht, vielleicht könnte ich... Ja, natürlich, Monsieur Charmel. Ich habe inzwischen ein halbes Dutzend Telegramme von Leuten erhalten, die mitmachen wollen. Aber die brauchen mindestens 48 Stunden, bis sie hier sind. Sie kommen also als Erster. Aber sagen Sie, wie haben Sie das geschafft? Ja, als ich gestern Abend Ihren Aufruf im Radio gehört habe, da habe ich mich sofort in den Zug gesetzt. Und in Saint-Jean habe ich mir dann heute Morgen einen Wagen geliehen und... Voilà, da bin ich. Na prima. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ja. Naja, in 2 Tagen 2 Expeditionsteilnehmer zu verlieren und das noch nicht mal bei der eigentlichen Forschungsarbeit. Ja, das ist wirklich sehr schlimm. Ja. Haben Sie Gepäck? Im Wagen. Warten Sie, ich mache Sie mit den anderen bekannt. Ocelli! Ja? Komm doch mal runter. Ein Kollege ist eingetroffen. Was? Komm schon. Unmöglich. Ich bin schon da. Tag. Tag. Monsieur Charmel, das hier ist Gino Ocelli. Gut, dass Sie gekommen sind. Wir waren ein bisschen in der Klemme, Marcoux und ich. Ja. Gibt es hier ein Zimmer, wo man ungestört sprechen kann? Wieso? Hier hört uns kein Mensch. Ich möchte etwas mit Ihnen bereden, Monsieur Marcoux. Ja, ich bin zwar kein großer Speleologe, aber ein ganz guter Polizist. Inspektor Charmel, hier ist meine Karte. Was? Ich verstehe nicht. Ja, als ich im Radio von dieser Unglücksserie gehört habe, da bin ich doch etwas stutzig geworden. So, 2 mysteriöse Unfälle in einer Mannschaft und noch dazu so kurz hintereinander. Also das war mir zu viel. Sie wollen doch nicht aber sagen, dass... Paul Grandjean ist doch nur zu Boden gestürzt. Mhm. Was für Schuhe hat er an? Bergstiefel. Mit Nägeln? Ja. An der Stelle, wo er hingefallen ist, gibt es keinen einzigen Kratzer am Boden des Schuppens. Ich habe ihn mir angesehen, bevor ich mich bei Ihnen gemeldet habe. Merkwürdig. Ja. Denn ein Mann, der ausrutscht, versucht, sich irgendwo festzuhalten. Seine Schuhe hätten also irgendwelche Spuren hinterlassen müssen. Wie war Grandjean? Nervös? Leichtsinnig? Nein. Ruhig. Geschickt und gewissenhaft. Ja. Und dieser gewissenhafte Mann hätte einen Mauerhaken auf dem Boden liegen lassen? Mit der Spitze nach oben? Nein. Als Grandjean hingefallen ist, war er bereits tot. Man hat ihm den Mauerhaken mitten ins Herz gestoßen. Er ist einfach zusammengesackt, ohne auszurutschen. Aber Heurtaut? Ich kenne Dr. Heurtaut persönlich. Ich weiß, wie beherrscht und vorsichtig er immer ist. Vergessen Sie nicht den Nebel. Er hat bestimmt sehr aufgepasst bei dem Nebel. Da bin ich ganz sicher. Ja, dann war vielleicht an seinem Wagen was nicht in Ordnung. Ausgeschlossen. Der Wagen ist Anfang der Woche von Louis Regnault, dem Automechaniker von Saint-Jean, inspiziert worden. Die Bremsen hatten ein wenig Spiel, mussten nachgestellt werden. Ich war selbst dabei. Erinnern Sie sich, vor ungefähr 2 Jahren ist schon einmal eine Expedition organisiert worden. Ja, von einem Österreicher. Hieß er nicht Rüber? Ja, genau. Hm. Er und seine Mannschaft hatten ihr Material auch hierher gebracht. Zur Alpenhütte. In den Schuppen. Ja, richtig. Aber die Expedition hat nicht stattfinden können. Ein Feuer, angeblich zurückzuführen auf einen Kurzschluss, hat die ganze Ausrüstung zerstört. Mhm, stimmt. Und Trüber ist ruiniert gewesen. Sehen Sie die Parallelität? Sie meinen... Jemand will nicht, dass Sie in die Höhle hinuntersteigen und entdecken, was dort ist. Das kann ich nicht glauben. Ja, weil Sie ein anständiger Kerl sind, Marcoux. Aber ich habe schon ganz andere Dinge erlebt. Ja. Was wollen Sie denn nun tun, Inspektor? Meine üblichen Ermittlungen anstellen.
Was soll übrigens geschehen mit dem abgestürzten Jeep? Regnault, der Autoschlosser von Saint-Jean, wird ihn morgen früh heraufholen. Ich werde dabei sein. So, da ist er, Ihr Jeep. Die Reifen waren's nicht. Sind in Ordnung. Die haben gehalten. Und die Bremsen, Monsieur Regnault? Warten Sie. Bremsen auch. Alles okay. Und die Steuerung? Die habe ich schon vor ein paar Tagen überprüft. Dann sehen Sie trotzdem noch mal nach. Ja. Mensch. Nun, was gefunden? Tja, ja, sowas an der Steuerung, da hat sie einer zu schaffen gemacht. Nun, Marcour, was sagen Sie jetzt? Das will mir nicht in den Kopf. Ja, wer kann das nur getan haben? Sagen Sie, Regnault, ja? Leben Sie schon lange in dieser Gegend? Ich bin ja geboren, Inspektor. Ja, dann kennen Sie wohl alle und jeden. Ja, alles anständige Leute hier. Hm. Und die Frau von Riquier, war die auch von hier? Die Raymond? Ja... Ja, das war vielleicht ein Mädchen. Die hatte Feuer im Blut. Hatte einen Höllenspaß daran, die Jungs hier ganz verrückt zu machen. Und plötzlich ist sie verschwunden? Ja, mit einem Soldaten, einem Alpinisten. Hübscher Junge. Das war vielleicht eine Geschichte. Sind Sie sicher, dass sie mit ihm weggegangen ist? Ich denke doch. Der Riquier ist ja doch bis nach Saint-Jean nachgelaufen, hat sie aber nicht mehr erwischt. Komisch, dass sie einfach so losgezogen ist. Riquier hatte doch Geld. Der Hüttenbetrieb läuft anscheinend gut, er sagt, er sei im Winter immer voll besetzt. Ja. Na, was ist? Sind Sie nicht der Meinung? Ach, ich verstehe nichts davon. Sicher geht er gut, der Hüttenbetrieb. Trotzdem, er beklagt sich immer, der Riquier. Er lässt mich schon seit Wochen warten wegen einer armseligen Rechnung von 90 Francs. Vielleicht ist er geizig. Bestimmt nicht. Ja, vielleicht hat Raymond ihn darum verlassen. Ach, zu der Zeit jedenfalls noch nicht, vor allem ihr gegenüber nicht. Ja, ich lasse den Schrotthaufen am Straßenrand liegen. Ich hole ihn dann später ab, ne? Ja, ist gut. Also dann, Wiedersehen. 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 Also, wer? Wer kann das nur gewesen sein? Die Höhle wird es uns verraten, Marco. Heute Abend. Marco? Ja? Ziehen Sie mich hoch. Ich brauche Luft. Sie hätten uns hinuntersteigen lassen sollen. Langsam. Sie haben nicht genug Übung, Inspektor. Nein. Es geht schon. Vorsicht! Ja. Ziehen Sie noch ein bisschen. Jetzt. So. So. Das wäre geschafft. Nun, was ist? Da ist ein Skelett. Ein Skelett? Es liegt auf einem Felsvorsprung, in ungefähr 30 Meter Tiefe. Mit noch ein paar erhaltenen dunklen Haarsträhnen und Fetzen von einem Kleid. Mit weißen Punkten und einem Ehering. Hm? Sehen Sie? Raymond Joseph. 24. September 1958. Raymond? Die Frau von Riquier? Bestimmt. Jetzt brauche ich erst mal einen Schnaps. Hier. Danke. Er hat sie umgebracht und in die Höhle geworfen. Und niemand soll sie dort finden und darum will er auch nicht, dass man da hinuntersteigt. Aber er wusste doch von unserer Expedition. Warum hat er nicht versucht, sie vor unserer Ankunft verschwinden zu lassen? Weil er glaubt, sie liegt ganz unten auf dem Grund. Und weil er nicht die nötige Ausrüstung hat für solch einen Abstieg. Was? Sie sind von der Polizei? Hier ist mein Ausweis. Was wollen Sie denn von uns? Na, nur nicht nervös werden, Riquier. Wir wollen nur ein paar Auskünfte. Was denn für Auskünfte? Haben Sie die derzeitige Adresse Ihrer Frau? Aber man hat Ihnen doch sicher schon gesagt, dass sie mir Hörner aufgesetzt hat und mit einem Alpenjäger abgehauen ist. Also wird sie mir wohl kaum eine Postkarte schicken. Und Sie haben nie versucht, sie ausfindig zu machen?
Warum hätte ich das tun sollen? Sie können den Buckel runterrutschen. Er hat mir viel zu viel angetan. Aber dann könnten Sie sich doch scheiden lassen. Das brauche ich nicht. Solange ich keine Lust habe, wieder zu heiraten, und ehe ich noch mal heirate, lasse ich mir lieber was abhacken. Was hat Ihre Frau angehabt an dem Tag, als sie verschwunden ist? Möchte, das weiß ich nicht mehr. Nee, ich erinnere mich nicht mehr. Wirklich nicht? Vielleicht ihren roten Pullover und den blauen Rock. Oder ihr Kleid mit den weißen Tupfen. Ja. Kleid? Sie hatte doch ein Kleid mit weißen Tupfen. Ja, kann sein. Dass sie immer noch trägt. Dass sie immer noch auf den Knochen hat in der Höhle, in die du sie hinuntergeworfen hast, Riquier. Was? Wir haben sie gefunden. Ich war Marcou? Ja, vor ein paar Stunden. Nein. Sie hat dich betrogen, sie hat dich verlassen. Nein, nein. Du bist ihr nachgefahren bis nach Saint-Jean, du hast ihr angefleht. Nein, nein. Doch sie hat nichts mehr von dir wissen wollen. Und da hast du sie erwürgt. Das stimmt nicht. Du hast sie in deinen Wagen gelegt. Nein. Du hast die Leiche wieder ins Dorf gebracht. Nein. Und in die Höhle hinuntergeworfen und gedacht, sie würde bis auf den Grund fallen. Das ist nicht wahr. Nur, sie ist auf einer Felsnase liegen geblieben. Das war nicht ich. Darum wolltest du auch nicht, dass man dort runtersteigt. Und darum hast du auch an die Ausrüstung der österreichischen Mannschaft Feuer gelegt. Nein, ich sag Ihnen doch, das war nicht ich. Wer dann? Arsène. Was? Ja. Mein Schwager Arsène. Nun mach schon Mund auf. Er war es. Denn er war eifersüchtig. Er eifersüchtig auf deine Frau? Ja. Mir war das schon seit langem egal. Wenn ich allen die Schnauze hätte einschlagen sollen, die ihr die Röcke hochgehoben haben, hätte ich viel zu tun gehabt. Warum war es mir egal, solange sie nur ihre Arbeit im Haus gemacht hat? Ich habe bloß noch so eine Art Mädchen für alles in ihr gesehen, mehr nicht. Und Arsène? Der. Das ist eine andere Geschichte. Den hat sie an der Nase rumgeführt. Von jedem hat sie sich abknutschen lassen, aber für Arsène war sie Madame Rühr mich nicht an. Manchmal hatte ich sogar meinen Spaß daran, wenn sie ihr Nonnengesicht aufgesetzt hat. Du bist doch mein Schwager, hat sie dann zu ihm gesagt. So was tut man nicht. Denn er war dauernd hinter ihr her. Er hatte sogar ein kleines Loch in die Wand von unserem Schlafzimmer gebohrt, um sie zu beobachten, wenn sie allein war. Wussten Sie das? Ja. Aber da ich sie nicht mehr mochte, macht es mir nichts aus. Und Sie? Sie tat so, als hätte sie nie was bemerkt. Dieses Biest. Aber in Wirklichkeit spielte sie munter mit. Und ihm ist hinter seinem Guckloch das Wasser im Maul zusammengelaufen. Das machte ihr Spaß. Tatsächlich. Jeanette? Ja? Holen Sie mir mal den Arsène. Ja, Monsieur, gleich. Der wird noch im Schuppen sein. Als Arsène dahinter kam, dass sie mit dem Alpenjäger durchgehen wollte, da hat er rot gesehen. Was ist denn passiert? Da! Monsieur Arsène! Helfen Sie mir, Marcou. Ja. Halten Sie ihn, während ich den Strick durchschneide. Ich hab's ja gesagt. Der Fluch. Mach, dass du hier wegkommst, Jeanette! Ist er tot? Ja. Eine ganze Weile schon. Er ist bereits kalt. Er hat Selbstmord begangen. Sehen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Das ist der Beweis dafür. Ich komme gleich wieder. Wo gehen Sie denn hin, Inspektor? Jeanette? Monsieur. Bringen Sie mich in das Zimmer von Arsène. Da entlang. Kommen Sie rein. Haben Sie sein Zimmer immer in Ordnung gehalten? Nein. Warum nicht? Er wollte nicht, dass man da reinging. Ach. Macht es Ihnen eigentlich was aus, dass er sich erhängt hat? Oh. Dann geben Sie es doch zu, Sie haben etwas gehabt mit ihm. Nein. Was denn sonst? Es ist meine Schuld, dass er sich umgebracht hat. Wieso? Was haben Sie ihm denn getan? Nun, er wollte...
Und Sie, Sie wollten nicht? Nein. Ja. Warum nicht? Ich habe mir gedacht, wenn ich mich weigere, wird er mich zum Schluss heiraten. Sie heiraten, aber Sie haben ihn doch gar nicht geliebt. Nein. Also, warum? Er hatte Geld, aber er konnte sich nicht von ihm trennen. Darum habe ich ihn hingehalten und deshalb... Es ist meine Schuld. Was ist denn das? Oh, das Geld. Die ganze Schublade voller Scheine. Reich, dieser Arsen. Wirklich. Ich habe schon immer sowas geahnt. Aber dass es so viel sein würde? Seltsam. Was wollen Sie damit sagen? Wo hat er bloß das ganze Geld her? Warum? Hat er keins gehabt, als er hergekommen ist? Ich glaube nicht. Und gerade jetzt hat er wieder einen heftigen Krach mit Monsieur Riquier gehabt. Er hat gesagt, er bekommt nicht genug für das, was er in der Hütte tut. Das muss sich ändern. Psst. Was ist? Es kommt jemand. Helfen Sie mir, das wieder in die Schublade zu tun. Still. Schnell, verstecken Sie sich mit mir. In der Nische da. Riquier, was machen Sie denn da? Sie hier? Antworten Sie. Das Geld gehört mir. Ach. Ja. Sicher? Da mein Schwager doch keine Familie hat, bin ich es, der erbt. Ja, es gehört Ihnen. Gewiss? Es gehört Ihnen, weil Arsene Sie ihn weggenommen hat. Was? Er hat Sie erpresst, weil er wusste, wer Raymond ermordet und Ihre Leiche in die Höhle geworfen hat. Er hat dieses Geld aus Ihnen herausgepresst. Schein für Schein. Und mehr aus Vergnügen, sie zu schikanieren als aus Not. Bis zu dem Tag, da er hinter Jeanette her war und begriffen hat, dass er sie nicht kriegen würde, ohne ihr ein paar große Lappen hinzublättern. Und da ist er ihnen gegenüber unverschämt geworden. Sie fantasieren ja. Komm mal her, Jeanette. Ist es nicht wahr? Ja, es ist wahr. Wie willst du das denn wissen? Er hat mir gesagt, er könnte so viel Geld haben, wie er wollte. Du Miststück! Und dann ist Marcou mit seiner Mannschaft hier angekommen. Du wolltest auch sie hindern, in die Höhle hinunterzusteigen. Aus diesem Grund hast du Grandjean getötet und anschließend versucht, auch noch den Doktor umzubringen. Und es wäre dir fast gelungen. Zum Schluss hast du dein Geld zurückhaben und gleichzeitig einen Mörder finden wollen, der deine Verbrechen auf sein Konto nimmt. Das ist nicht wahr. Da ist nur etwas, woran du nicht gedacht hast. Dass nämlich einer, der sich aufgehängt hat, nicht zwei Würgemale am Hals hat. Eine von einer Schnur und eine von dem Strick. So einer hat nur eins. Falls man ihn nicht schon vorher erdrosselt hat. Das sind die Kleinigkeiten, die einem Verbrecher zum Verhängnis werden. Hier ist wieder Jean Le Seine aus La Roche-Saint-Pierre. Die tragischen Ereignisse, die Sie aus unserer Berichterstattung kennen, haben dank Inspektor Charmel zur Verhaftung von Joseph Riquier geführt. Er wird beschuldigt, 3 Morde, eine Brandstiftung und einen Mordversuch begangen zu haben. Inzwischen hat die Mannschaft Marcou, verstärkt durch ein paar neue Höhlenforscher, heute früh im Morgengrauen mit ihrer Expedition begonnen. Marcou hat bereits gegen Mittag die erste Plattform in 90 Meter Tiefe erreicht. Ich gebe zurück ins Funkhaus. Das, meine Damen und Herren, war das Kriminalhörspiel »Das Geheimnis von Saint-Pierre« von Yvan Noé, in der Übersetzung von Maria Frey. Die Rollen und ihre Sprecher waren Roger Marcou, Günther Strack, Dr. Heurtaux, Olaf Freienstein, Gino Ocelli, Ludwig Thiesen, Paul Grandjean, Harald Grieche, Joseph Riquier, Wolfgang Reinsch, Arsène, Dieter Eppler, Jeanette, Regine Vergehn, Louis Rignot, Manfred Zapatka, Inspektor Charmel, Joachim Bliese, Reporter Charles Wirz. Die Regie hatte Dieter Karls.